So, hallo, heute ist Exkursionstag. Ich mache heute Exkursion. Ja, heute ist wahrscheinlich auch der letzte schöne Sommertag, deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre mal ein bisschen durch die Gegend, da wo ich wohne, in meiner Gegend. Und zwar will ich jetzt mal was zeigen hier. Ich bin hier in der alten Handelsstraße und ich zeige euch mal, wie die aussieht und dann gibt es noch eine kleine Exkursion, machen wir heute Geschichtsunterricht. Also hier seht ihr erstmal. Seht ihr das hier? Saradora, alte Handelsstraße, Wien. 530 Kilometer Berlin, ca. 170. Ja, das ist die Straße hier. Hier sind sie früher mit der Kutsche. Mit der Pferdekutsche. Bis nach Prag. Also die gingen erstmal nach Bautzen und dann Prag, Wien. So, dann geht es sicher weiter. Hier ist mein Bike. Ja, auch nochmal. Altstraße. Und hier geht's weiter. Dann zeige ich euch gleich noch was. So sieht es jetzt hier aus. Aber ich wollte noch mal was sagen hier zwecks Kiefernwälder und so weiter, weil die werden ja von den Mainstream ziemlich verhasst, weil das ja angeblich Monokulturen sind und so weiter. Und man braucht ja mehr Mischwälder in Deutschland, bla bla. Aber ich kann euch sagen, dass so diese Kiefernwälder, so hier, die haben einen ganz besonderen Reiz, meiner Meinung nach. Und ich bin ein Freund von den Kiefernwäldern, weil die so, ja, erstmal so Licht, wie ihr seht, hier lichtdurchflutet sind und dann wachsen auch teilweise nur bestimmte Kräuter, zum Beispiel Heidelbeeren. Wachsen nur in so Kiefernwäldern. So, wir sind hier immer noch auf der alten Handelsstraße. Und wir kommen jetzt gleich zum Zigeunerbrunnen. Ich will euch vielleicht mal den Zigeunerbrunnen zeigen. Und ja, bis gleich. So, geht das jetzt hier? Ja, geht. Also, wir sind jetzt hier am Zigeunerbrunnen. Mitten im Wald. Und hier sieht es so ein bisschen aus, wie hier könnte man so ein Märchen drehen. Und ich zeige euch mal hier diesen Brunnen. Ja. Also hier haben die früher, der wurde restauriert hier. Hier haben die früher Wasser rausgeholt. Die Zigeuner haben hier gelebt. Ich müsste mal. Da ist der Brunnen. Wasser. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht. Moment, ich muss mal hier abstellen. Dass ich den nicht reinfallen lasse. Schwer das Teil hier. Hier steht eine Beschreibung dazu. Erstmal auf Sorbisch. Ziganska Studnia. Könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr die Stopptaste drücken und durchlesen. Auf Sorbisch. Und dann hier nochmal auf Deutsch. Müsst ihr die Stopptaste drücken und dann könnt ihr euch das durchlesen. Und hier ist also sogar ein Bild dabei, wie das so ausgesehen hat. Und so haben die ausgesehen früher, die Zigeuner. Und ja, ihr seht hier, es waren. Sieht man das hier? Es war nicht so, wie sie uns das sagen, dass das immer nur. Zigeuner haben ja einen schlechten Ruf allgemein in Deutschland. Ich glaube, der ist zu Unrecht. Der ist viel zu Unrecht, denn. Letztlich waren ja unsere Vorfahren alle in gewisser Weise Zigeuner, weil wir ja, unsere Vorfahren sind ja vor
vor, keine Ahnung, vor 1500 Jahren ungefähr, 1000 Jahren. Wir wissen ja nicht so richtig, wie das hier alles abgelaufen ist. Aber die Masse ist wohl von unten, von Euphrat-Tigris aus der ganzen Gegend dort gekommen, ursprünglich. Und letztlich waren ja alle Zigeuner, also das heißt Völkerwanderer. Das heißt, die sind... Das ist ein schöner Wind jetzt hier. Die sind halt, ja, haben halt überall gelebt, ne? In Pferdewagen, mit Pferdewagen, und irgendwann haben sie sich niedergelassen, manche und andere sind weitergezogen, und naja, so haben halt sie hier gelebt, ne? Das mit den Zigeunern jetzt hier auf dem Bild, das war okay, das war hier um 1900 ungefähr, also vor, sagen wir mal, 100 Jahren im Grunde. Und ja, die haben hier halt hier gelebt. Und wir gehen mal noch an die, ich zeige euch noch mal die Grenze hier, die Königsgrenze Sachsen-Preußen, da müssen wir ein Stück gehen. Seht ihr so den Charme, sieht man hier den Charme der Kiefernwälder, hier wachsen auch Pilze, schöne, kann man mitnehmen, kann man essen, kann ich mitnehmen hier, das ist ein Butterpilz. Kann man essen, schmeckt sehr gut. Aber sollte man mischen, unbedingt mischen mit anderen Pilze. Also nur Butterpilz fand ich, schmeckt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn man ihn mischt mit anderen Pilze zusammen, und ich habe zu Hause noch ein paar andere Pilze schon gefunden, dann schmeckt er super. Ist einer der besten Speisepilze hier. Okay, aber wir gehen jetzt mal noch weiter zur Grenze. Wir wollen ja zur Grenze hier von hier ist übrigens auch der Baum ziemlich kaputt, der ist tot, aber das ist nur am Rande. Ich will mich darüber nicht mehr aufregen, weil bringt nichts. Wir gehen zur Grenze hier, Königreich Sachsen und Preußen. Kurzer Moment, dauert noch eine Weile. So, jetzt sind wir hier offiziell an der Grenze. Hier ist ein Stein, aber 50 Meter weiter ist noch ein Stein. Ich gehe mal noch zu dem anderen Stein, weil der ist hier ein bisschen abseits der Straße. Aber hier war offiziell, also man kann sagen, die Grenze ist auch so ein Verlauf von 50 Meter. Und die haben die ja wahrscheinlich sogar früher Wache gehalten. Ja. Das war ja nicht nur so, dass da nicht gewacht wurde. Also es ist direkt die Grenze Sachsen. Das hier ab hier beginnt Sachsen, Königreich Sachsen, und hier Königreich Preußen. So. Was übrigens noch super ist, ist hier im Wald barfuß laufen. Also ich kann nur jeden empfehlen, mal im Wald barfuß zu laufen. Das kann man natürlich nur machen jetzt hier im Sommer, wenn es warm ist. Aber das müsst ihr mal machen. Das ist wirklich, tut wirklich super. Man fühlt sich wirklich sehr geerdet. Kann ich nur jedem empfehlen, mal nachzumachen. Moment. Das Rad hier abstellen. So. So, jetzt sind wir hier an dem zweiten. So, hier steht KP. Seht ihr das? Königreich Preußen. 115 oder was soll das heißen? Oder weiß ich nicht. 11S. Oder 11.9, 9.11, keine Ahnung. Und hier auf der anderen Seite steht KS, Königreich Sachsen. Hätte das so, das war quasi die Grenze, das ist quasi der Grenzstreifen hier früher. 50 Meter. Und den haben die mit Sicherheit auch kontrolliert, diesen Bereich hier, weil es war ja die Handelsstraße. Und da konnte man mit den Pferdekutschen natürlich nur hier durch, weil die Straße war mehr oder weniger ausgebaut. Und es war ja nicht früher so wie heutzutage, dass da überall Straßen waren in die Wälder. Ja, da konnten die ja wirklich nur über solche Straßen hier mit den Pferdekutschen. Und das wurde natürlich kontrolliert.
Und die Zigeuner, die haben das halt so gemacht, weil die durften sich auch immer nicht so lang aufhalten. Das ist immer noch so wie heute, dass sie dann quasi über die Grenze mussten. Und dann haben sie sich hier in Preußen, haben sich eine Weile in Preußen aufgehalten und dann sind sie wieder zurück nach Sachsen. So war das. Das ist ja heutzutage immer noch so, dass man in einem Land sich nur für, ich glaube, 45 Tage oder so ungefähr aufhalten darf. Oder ein, ja okay, heute, nee, ich glaube, heute ist es ein bisschen länger. Ich glaube, 3 Monate oder so. Und dann muss man wieder woanders hin. Also müsst ihr euch mal erkundigen, wie lange man sich in einem Land aufhalten darf, quasi als Tourist. Und so ist es halt, ja, damals war es so und heute ist es immer noch so. Okay, ich würde sagen, Freunde, das war's. Ich hoffe, das Video war ein bisschen lehrreich. Kleiner Geschichtsunterricht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.